Punkt für Mana-Einsatz erhalten. Wird sofort in Rüstung gesteckt. So. Fütterungszeit. Schmiede. Was brauche ich denn noch, abgesehen von der Schmiede? Hm. Hier könnte ich zwei Schatzkammern platzieren, das ist okay. Oder hier oben. Und hier noch eine Vorratskammer. Ne, die passt daneben. Ja. Squad 1 fertig soweit. Ja, wo ist die 1er Schatzmission da? Ist eine jedenfalls. Dann schicke ich die mal los, mir Schätze bringen, dass ich Squad 2 freischalten kann. So, die Truppen dafür kann ich schon mal hierhin schicken. Oh, wieder frei, wieder genug Punkte. Dann jetzt das Arcanium. Paar Materialien umwandeln. Schmiede besetzen. Dann hoffen, dass Trupp 1 bald wieder da ist. Ja, sind sie. Sehr gut. Baal, neue Imps. Jetzt muss ich auf das Gold warten. Ah, das habe ich gekriegt. Gut. Berserker, Speer, Heiler, Recke. Und Trupp 1, Materialien. Obwohl, Trupp 1 kriegt jetzt erstmal Rüstungen. Kann dann auf eine Zweier-Materialmission gehen schon. Oh, Waffen können sie jetzt auch schon. Oh, das machen wir doch einfach mal. Müssen wir bloß etwas warten. Und ich habe schon mal wieder zwei Punkte für Squad 3. Das kommt als nächstes. Oh, da fällt mir ein Baal. So, wir haben genug Pilze. Jetzt können wir die in Materialien umwandeln und denen noch Waffen ausgeben. Euch zum Essen porten. Baalhühnchen, Baalhühnchen. Und einmal Aushebung. Sehr schön. Und weil ich genau weiß, dass das mit den Hühnchen gut klappt, schalte ich auch gleich den Fallenmeister frei. Und ich sage immer Hühnchen, obwohl es Sprengtruthähne sind. ja. So, Squad 1. Kann dahin. Und ich hätte sie auch dahin schicken können. Ich habe mich nur etwas vertan. Und Squad 2 da lang. So. Wir haben den nächsten Squad frei. Hm. Was auch immer da reinkommt, erstmal braucht es einen Priester. So, und da muss ich überlegen, wahrscheinlich Spelunke bauen. Hier hin oder hier irgendwo dran setzen. Ich grab mal hier hoch und mache dann hier eine extra Abteil. Vielleicht hier oben die zweite Küche hin und drunter die Spelunke oder so. Ja, Plan klingt gut. DC-Überfallerfolg, sehr gut. Oh, am besten holt Baal noch mal ein paar Hühnchen. Oh, und wir haben unseren Speer in Trupp 1 verloren.
Ersetzen wir den einfach durch den Schaman, wenn sie wieder da sind. Weil einen Schaman muss ich ja mindestens bauen. Und habe ich dich schon freigeschalten? Nein, da schalte ich jetzt mal dich frei. Kann ich nämlich schon mal die Punkt, das, den Punkt für verschiedene Einheiten noch mit raushauen. Jetzt muss ich warten, bis die Materialien für die Spelunke eingelagert wurden. Kommt, macht etwas hin. So, erst einmal eine Küche. Und dann die Spelunke. Die würde hier hinpassen. Die würde aber auch hier einfach aufs Eck passen. Ja, genau. Neue Helden. Baal töten. Genau, Baal und Sprengtothede töten. Und neue Sprengtothede. So kriegen wir nämlich die Fallenpunkte für den Fallenpunkt, ja, fürs Fallen Dings. Von Fallen DECs sagen, aber das, die Fallen DECs sind ja, obwohl das sind ja die DECs, die Punkte, die wir kriegen. Ich dachte, wollte eigentlich sagen, dass das hier die DECs sind, aber das sind die Freischaltungen. Ich habe das Spiel fast durch und ich verfaspel mich immer noch so. So. Kriege ich auf der nächsten Stufe Fallen. Übernächste Stufe kriege ich wieder Arbeiter, dann kann ich Jungs in die Spelunke schicken. Wobei, ich kann jetzt schon mal einen zum Spelunkieren schicken. Zwei am besten, so. Okay. Einen von der Sorte, einen von der Sorte. Müsste ich eigentlich als nächstes den Rattenmenschen und den Schreckensfürsten freischalten. So, du kommst dahin und wirst trainiert. Und vielleicht kriege ich schon mal dafür, dass ich dich gleich ausrüste, zusätzlich Punkte. Oh, ich kriege kann auf jeden Fall schon mal Giftbottiche hier platzieren. Zwei Stück. So, dich kann ich ausrüsten. Und dann sehen wir ja gleich, ob mir das nur einen Punkt gibt oder ob ich zwei Punkte durch den Spezialisten kriege. Zwei Punkte, sehr schön. Also einen Schreckensfürsten. Bitte. Dungeon ist Stufe aufgestiegen. Ich bräuchte eigentlich noch irgendeine Einheit hier jetzt. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, welche. 1 sollte auf jeden Fall was essen. Trupp 2 auch. Wo kriege ich denn am besten Punkte her? Einheiten beschwören, verschiedene Räume, Überfälle, Dungeon, Helden extrahieren und töten. Obwohl, wie viele muss ich noch extrahieren? 3. Ne, dann werdet ihr Material. Du wirst extrahiert und du wirst extrahiert. Und einer von euch wird extrahiert. So. Mal stopfe ich noch jetzt in diesen Trupp hier rein.
Eine Recke wäre nicht schlecht. Dass sie noch einen Nahkämpfer hätten. Ja, mache ich mal ein paar Misch-Squads. Die sind noch Level 1, das ist doof. So, ihr seid ein Misch-Squad. Was kannst denn du Tolles? Feuer lässt Feind pro Sekunde bis zu 5 Trefferpunkte verlieren. Okay, Gegner anzünden ist lustig. Ah, Trupp 2 habe ich gar nicht zum Essen geschickt. Wie peinlich. Ah, und ich hätte den Berserker einfach reinstecken können. Erste kostenlose Einheit. So. Die wichtigsten Einheiten kriegen Rüstung. Hier sollte ich eigentlich auch Rüstungsteile geben, aber... Für den DC-Point. Also den Einheitenausrüsten-Punkt, aber... Was soll's. So, Essen. Trupp 2 wird hier hochgeportet. Und ja, das ist die letzte Mission, also wieder viel Vorbereitungszeit. So, Trupp 3 sieht satt aus. Eat, sleep, slaughter, eat, sleep, slaughter. So, das heißt, wir klopfen jetzt Zwerge. Sieht irgendwas so aus, als ob es stirbt? Irgendwie nicht. Hey, Truppenstufenaufstieg. Sehr schön. Oh, how tedious. I have wings, don't I? Und weg mit dir, so. Eine Rüstung für dich. Und weil wir es uns leisten können, alle Waffen. Out of the pit into a hellhole. So, weg mit dir noch. Dann warten wir erstmal, dass die alle abgeholt werden. Dich haben wir nämlich als... Euch beide haben wir nämlich als Extraktor markiert. Gut. Kommt ihr beide helft mal mit. Ihr könnt später immer noch weiter rumzocken. Out of the pit into a hell. Ach ja, jetzt ist der Extraktor ja erstmal wieder belegt. Was können wir in der Zwischenzeit machen? Jetzt hätten wir genug Materialien für die letzte, fürs letzte Lagerhaus, für den letzten. Die letzte Vorratskammer, genau. Die wollten wir ja da platzieren. Oh, wir haben sogar schon die Grabenpunkte alle freigeschalten. Heroes are entering your dungeon. Helden? Helden. Helden für den Extraktor. Das heißt, ihr seid alles Materialien. So. Und du bist auch Materialien, weil wir brauchen nur noch einen im Extraktor eigentlich. Hüpf, hüpf, hüpf. Dich können wir schon mal ruhig wieder in die Spelunke porten. So, dass du Spaß haben kannst. Haben wir noch einen gerade, der nichts zu tun hat? Ich sehe gerade niemanden.
Du siehst so aus, als hättest du nichts zu tun. Also kannst du auch mal wieder Spaß haben.